Ich wurde besiegt von einem Kind? Hä? Temprina so, nee, ich gehöre dir nicht mehr. Tschüss. Was? Es ist entkommen? Miri. Alles in Ordnung? Oh. Ich kann es nicht glauben. Das Pokémon des Chaos ist genau vor mir. Geh zur Seite, Miri. Ich kümmere mich um Temprina. Was tust du hier? Ich kann uns allen etwas Zeit geben, bevor Temprina alles zurück ins Chaos stürzt. Die Glocke der Ordnung. Sie verschlingt das Chaos und bringt das Gleichgewicht zurück. Okay. Ah! Ja, was ist passiert? Oh. Miri, wie geht's dir? Du bist am Peak Point in Ohnmacht gefallen. Ich habe mir so Sorgen gemacht. Zum Glück konnten wir dich in Sicherheit bringen nach Temprinas Angriff. Du bist wieder wach und zum Glück unverletzt. Ilan wurde schlimm von Temprinas Attacke erwischt. Er und seine Admins haben sich nach Petrako zurückgezogen. Petrako? Die verbotene Stadt? Ja. Ihr findet ihr Hauptquartier in dieser Stadt. Dort planen sie, rekrutieren sie und trainieren sie jeden Tag. Verstehe. Dann ist es beschlossen. Ich gehe meinen Weg weiter und suche nach meiner Mutter. Sie ist wahrscheinlich in irgendeiner Zelle und muss sich mit sonst was rumschlagen. Auf Wiedersehen, Miri. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Eines Tages werde ich mich revanchieren. Wir haben alle das getan, was getan werden musste. Kümmere dich gut um dich selbst. Deine Freundin ruht sich nie aus. Sie ist eine wahre Kämpferin. Du musst dich fragen, was am Peak Point passiert ist, nachdem du kurz bevor du in Ohnmacht gefallen bist. Ich konnte Temprina mit Hilfe der Glocke der Ordnung verscheuchen. Zumindest für jetzt. Es gibt kein Geräusch, dass das Chaos-Pokémon mehr hasst. Ich habe die Glocke im Altara-Tempel gefunden, in einer stürmischen Nacht vor langer Zeit. Die gleiche Nacht, in der ich die Vision hatte, in der das Pokémon der Ordnung mit mir persönlich gesprochen hat. Es sprach von der Rückkehr des Chaos und wie man es zähmen kann. Es gibt ein Stück von Zygarde in dieser Glocke, die uns im Kampf gegen Temprina helfen kann. Aber nur für eine kurze Zeit. Ilan hat uns viel Probleme gemacht. Schließlich ist Temprina nicht das einzige Chaos in Vesita, um das wir uns kümmern müssen. Ruhe dich noch etwas aus. Du musst schließlich gut ausgeruht sein, wenn du mich in meiner Arena herausforderst, richtig? Er läuft so langsam. Okay, ausgeruht. Guten Morgen. Ich dachte echt, das wäre ein bisschen länger. Diese ganze Sache da auf dem Berg mit mehr Duplika-Bossen und so. Aber anscheinend nicht. Nun. Konnte ich mein armes Ohr Hafnir gar nicht mega entwickeln. Und wenn das jetzt eine Eisarena ist, die von Gunther, dann kann ich es erst recht nicht mega entwickeln. Also, dann bringt mir halt mein Drachen-Pokémon nichts. Hi, was ist das? Okay, es ist rutschig. Okay. Yay. Kampf und Feuer-Pokémon. Cool, habe ich. Ich habe Feuer-Pokémon. Oh. Was ist das? Wie random sieht das denn aus? Hä? Was macht er denn? Das scheint mir gecheatet zu sein, was er da tut. So, ich will jetzt mega entwickeln. Egal, was es mich kostet. Ich möchte gerne wissen, was das dann für ein Typ hat. Das wäre schon sehr cool zu wissen. Yay. Feenaura. Das heißt, normale Attacken
werden zu Feenattacken, was sehr hilfreich wäre, wenn Superzahn nicht immer nur 50% Schaden machen würde, sondern eine festgelegte Schadenssumme. So. Dann gucken wir mal. Immer noch Fee und Drache, okay. Ah nein, ah, es macht die Angriffe von, die Feenangriffe stärker, okay. Ich dachte, das wäre das, wo Normalattacken Feenattacken werden, aber heißt wohl nur ähnlich im Deutschen, zumindest so ein bisschen. Alles klar. Wir wechseln dann wieder, weil, nun, der arme Drache hat da nicht so wirklich viel in diesem Kampf verloren mit den Eis-Pokémon. Leider kann ich nur so eine semi-gute Gesteinsattacke. Was soll denn der Abgesang? Finde ich nicht gut. Abgesang ist gar nicht nett. Ah. Das ist auch nicht nett. Okay. Nun. Ah. Immerhin hat sich selbst eine ganze Menge Rückstoßschaden gemacht. Da kann man sich beschweren. Aber ist okay, ist okay. Sehr schön. Gib mir all deine Pokémon. Auf Wiedersehen. Nee, nee. Kein One-Hit. Traurige Geschichte. Ja, das macht's besser. Nicht für dich, aber das macht's besser. Bestimmt für irgendjemand. Nun. Guck mal, wer zurück ist. Oh, und mitten in den Flammenwurf geschickt wurde. Ich meine, das ist eine spannende Taktik. Nicht gut, aber spannend. Auf jeden Fall. Weil das Ding hält mein Flammenwurf definitiv besser zu. Von all den Attacken, die es kann, dachte es, yo, Solarstrahl ist gegen einen Feuervogel bestimmt eine geile Idee. Ernsthaft? Warum? Ich glaube, das ist die schlechteste Wahl. Da wäre jede Eisattacke besser gewesen. Wild. Wie kann man so eine schlechte Entscheidung treffen? Okay. Du kommst erstmal definitiv nach hinten. Guten Tag. Milton möchte kämpfen. Au. Es guckt ganz eisig. Okay, das macht wenig Schaden. Es irritiert mich immer noch, dass Steinkante aussieht wie Steinhagel, weil Steinkante müsste ja von unten kommen. Das verwirrt mich. Hm. Oh nein, das stimmt, das ist ja Wasser. Ist trotzdem gut, dass ich gewechselt habe. Das hat ja hier eine Regionalform. Gar nicht verwirrend. Oh. Einfach weiter draufhauen, das wird schon. Oh. Was macht Wasserschweif so viel Schaden? Was soll das denn? Reicht das? Ja. Gut gemacht. Gut gewonnen. Sehr schön. Biertig. Hier, du darfst wieder. Mach den Eisbär fertig. Sehr gut. So will ich das sehen. Du machst nur witzig. Ich weiß nicht, um was es geht, aber ha. Eigentlich wollte ich aus der Arena raus, aber anscheinend darf ich das nicht. Naja. Hey, einfach meinen Sandsturm ausgeschalten. Woher wusste er das? Einfach instant Sandsturm ausgeschalten. Das ist aber nicht nett. Lapras. Lapras. Hm. Elektroattacke vielleicht?
gucken wir mal. Gucken wir, wie die Elektroattacke sich schlägt, weil was Besseres habe ich ehrlich gesagt nicht gegen Lapras. Okay. Und der trifft mit der Hydropumpe. Das war's für Vögelchen. Das findet das nämlich nicht so gut, so eine Hydropumpe. Ich hoffe, ich bin schneller als Lapras. Bin ich. Das ist doch nett. Yay. Au. Eis. Eis. Despota. Despota bekommt heute ein leckeres Eis. Ich hoffe, es freut sich. Blizzard. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Blizzard, nein, danke. Ich komme hier nur immer weiter, aber nicht zurück. Es gibt nur einen Weg durch die Arena und der ist vorwärts. Es gibt keinen Weg zurück. Und noch eine Steinkante. Komm schon. Ja, ich habe getroffen. Ja, dass das auf das Eis Vogel-Pokémon One-Hit ist, ist zu erwarten. Mammutel. Oh. Ich hasse Mammutel. Ich hoffe, der Arena-Leiter hat kein Mammutel. Wenn man Kampf-Pokémon hat, geht das voll klar, das Mammutel. Aber ohne ist halt schwierig. Ich glaube, das wird leider ganz knapp... Oh je, mit Erdbeben erst recht. Oh, wow, gecreated. Ja, toll. Ist schon klar, ist klar, was du mir sagen willst. Ich verstehe. Oh, es ist schneller. Wie kann Mammutel schneller als Despota sein? Das scheint mir höchst illegal. So. Auf Wiedersehen. Alle kriegen Level-Ups. warte, bist du nicht Unlicht? Oh, das ist ungünstig für mich. Oh, das macht aber erstaunlich viel Schaden. Warte, was bist du? Bist du nur Eis? Hast du keinen Zweitypen? Nee. Hat das nur Eis als Typ? Ist für Nonto nur Eis? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube. Ich dachte, das wäre noch was anderes, weil seine Alternativentwicklung ist ja Eis und Geist. Deswegen. Weil Frostedia ist ja ganz cool. Nun. Oh, das ist jetzt Unlicht. Das ist jetzt sehr ungeschickt. Ah. Geheilt. Warum gewinnt mein Pflanzen-Pokémon gegen die ganzen Eis-Pokémon? Was ist da los? Vor allem hat mein Pflanzen-Geist-Pokémon gegen das Eis-Unlicht-Pokémon gewonnen. Da würde ich mir echt mal Gedanken machen über mein Team. Nein! Ich will doch nur raus. Ich muss hier raus. Okay. Das war schlecht gelaufen. Nun. Guten Tag. Auf geht's zum 7. Orden. Müsste der 7. sein, weil die große Hauptstory wird meistens nach dem 7. abgeschlossen. Nee, das ist der 6. Wie habe ich jetzt 6 Orden und bin schon Level 90? Das Spiel macht mich fertig. Ich dachte echt, das wäre der 7. Orden. Brauchen wir noch einen, bevor die Hauptstory weitergeht. Wie geht's hier weiter? Okay. Ah. Nee. Hui. Er hat einfach sein Büro eingefroren. Das ist schon wild von ihm, finde ich. Auf geht's. Eis-Pokémon. Wir starten, indem wir gleich seinen Hagel wegnehmen. Hallo Miri, tut mir leid, dass hier alles so unordentlich ist. Tempinas Angriff muss ein Erdbeben ausgelöst haben. Ah, deswegen ist mein Möbel ja überall verteilt.
Ja, das ist wohl das Negative an einem vereisten Boden. Es gibt sicher noch mehr Negatives. Das ist alles zu viel für mich. Was du gegen Team Duplika getan hast, ist unglaublich. Es ist lange her, dass ich das letzte Mal einen Hoffnungsschimmer hatte, gesehen habe über den Bergen der Visita-Berge, über den Gipfeln der Visita-Berge, so. Es ist eine Ehre, gegen dich zu kämpfen. Dankeschön. Ich finde auch, das ist eine Ehre, gegen mich zu kämpfen. Gunda hat natürlich das Frostetie, von dem ich gerade eben noch geredet habe. Frostetie ist ein feines Pokémon, vor allem um damit zu leaden. Und ich wette mit euch, da wir hier den Hagel hatten, ne, hat das Ding auch noch die fiese Fähigkeit, dass es im Hagel fies wird. Obviously. Was ist denn die Fähigkeit, die Frostetie gerne hat? Ich wette, das hat die. Was ist denn? Irgendwas. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Jedenfalls sind die. Kann ich es dadurch nicht mehr richtig treffen. Ich weiß nicht mehr, wie es im Deutschen heißt. Aber ich. Warte, will er. Warte, ist das Eis? Jedenfalls ist diese Fähigkeit egal. Denn es kam gar nicht dazu, sie zu benutzen, weil ich den Hagel direkt ausgeschaltet habe. Fies. Vögelchen. Was sollte denn das? Das ist Eis? Sind wir uns da ganz sicher, dass der Vogel Eis ist? Ich meine, ja, er ist so hell, aber in der Farbkombination hätte ich niemals mit Eis gerechnet, ehrlich. Warum habe ich den hier reingesetzt? Was? Ach ja, Kampf. Okay, das war mein Hintergedanke, okay. Okay, guter Hintergedanke. oh. Cooles Pokémon. Dass der Schneesturm halt nicht mehr aufhört. Oh. Und ich meinte auch den Hagelsturm, nicht den Schneesturm, aber okay. Mega Entwicklung. Let's go! Oh! Ich bin gespannt. Das ist so ein cooles Pokémon. Oh, was ist damit? Okay, ich bin nicht mehr gespannt. Ich nehme das zurück. Er scheint jetzt wie Lapras zu sein, oder? Wassereis. Aber warum ist es ein Piratenschiff? Das ist so random. Oh nein, ich dachte, da kommt jetzt was ultra cooles, aber es ist nur ein Piratenschiff. Es tut mir leid für alle. Nun. Ich weiß ja auch nicht. Oh, er hat's voll geheilt. Natürlich hat er das. Hälfte Schaden. Gunther. Stop it mit deinem Piratenschiff. Er nervt mich. Baloo, wenn du einfach critten würdest, hätten wir das alles... Okay. Oh. Es ist halt genau das Gleiche. Will er mich stallen, dass meine Attacke leer geht, oder was ist sein Plan? Das ist eine sehr wilde Technik. Taktik. Was ist denn das Pokémon? Das er mir einfach nicht zeigen will. Tschüss. Und, oh nein. Hä, hat er nur Wassereis-Pokémon? Drei davon hatte er doch jetzt, oder? Oh, das war's, Bluey. Das war's nicht, das war's. Ein Wechselbad der Gefühle innerhalb von 5 Sekunden. Nun. Guess aber. Magische Blätter. Und auf Wiedersehen. Ja, ich bin wie eine Lawine. Niki hat mich schon vor dir gewarnt. Sie sagte, du bist unzähmbar im Kampf. Sie lag nicht falsch. Um ehrlich zu sein,
Du hast es mir echt schwierig, ist schwer gemacht. Es ist, ich gebe dir mit größtem Respekt den, Gletscherorden. Dankeschön. Oh ja, diese TM. Eisstrahl, okay. Cool. Das ist meine Lieblingsattacke. Dafür hast du aber oft Blizzard eingesetzt, dafür, dass Eisstrahl deine Lieblingsattacke ist. Warum besuchst du mich nicht als nächstes die Arena in Imperia City? Wenn sie immer noch zu ist, sieh doch mal im Labor des Professors nach. Sie sollten wissen, was dort passiert ist. Bleib auf der Hut, Miri. Team Duplika hat sich vielleicht jetzt zurückgezogen, aber sie werden bald zurückkommen. Okay, cool. Sehr schön. Das war doch erfolgreich. Und als nächstes nach Imperia City. Okay. Hi, Miri. Was ist das, der Gletscherorden? Oh Mann, der ist wirklich schwer zu bekommen. Ich bin hier wegen dem Sekretär des Präsidenten. Sie möchte unbedingt mit dir reden in der Hauptstadt. Okay, gut. Ich dachte schon, wie komme ich denn jetzt zurück? Was sie von dir will, das musst du selbst rausfinden. Aber ich kann dir den Weg abkürzen. Ja, Flug. Mit diesem Update kannst du Städte bereisen, in denen du schon warst. Innerhalb kürzester Zeit. Außerdem möchte Professor Tribus, dass du ins Labor in Imperia kommst. Lass ihn nicht zu lange warten. Hab Spaß beim Erkunden. Sehr schön. Das war doch erfolgreich. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, macht es gut und Mirio.